Als Hausaufgabe macht ihr bitte Seite 114, Nummer 12, A, B und C. Die Mathe ist sehr wichtig. Geben Sie doch noch die D dazu. Machen Sie sich bei der Klasse nicht verhasst. Tschüss. Heute will ich euch mal wieder richtig gute Literatur vorlesen. Och nee. Wenn du es nicht hören möchtest, kannst du direkt rüber auf die Realschule gehen. Von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland. Ein Birnbaum in seinem Garten stand, und kam die goldene Herbsteszeit, und die Birnen leuchteten weit und breit. Da stopfte, wenn's Mittag vom Turme scholl, der von Ribbeck sich beide Taschen voll. Und kam in Pantinen ein Junge daher, so rief er: Junge, bist du ne Bär? Kam ein Mädel, so rief er: Litten, komm mal rüber, ich geb dir ne Birn. So ging es viele Jahre, bis Lobesam, der von Ribbeck auf Ribbeck zu sterben kam. Er fühlte sein Ende, es war Herbsteszeit, wieder lachten die Birnen weit und breit. Da sagte von Ribbeck: Ich scheide nun ab, legt mir eine Birne mit ins Grab. Und 3 Tage drauf, aus dem Doppeldachhaus trugen von Ribbeck sie hinaus. Alle Bauern und Büdner mit Feiergesicht sangen Jesus meine Zuversicht. Und die Kinder klagten das Herz schwer: Hier ist dort nur, wer gibt uns nur ne Bär? So klagten die Kinder, das war nicht recht. Ach, sie kannten den alten Ribbeck schlecht. Der neue freilich, der knausert und spart, hält Park und Birnbaum strenge verwahrt. We're going to build a wall. Aber der Alte vorahnend schon und voll Misstrauen gegen den eigenen Sohn, der wusste genau, was damals er tat, als um eine Birne ins Grab er bat. Und im 3. Jahr aus dem stillen Haus ein Birnbaumsprössling spross heraus. Und die Jahre gingen wohl auf und ab. Längst wölbt sich ein Birnbaum über dem Grab. Und in der goldenen Herbstzeit leuchtet's wieder weit und breit. Und kommt ein Jung über den Kirchhof her, so flüstert's im Baume: Bist du ne Bär? Und kommt ein Mädel, so flüstert's: Lidion, komm mal rüber, ich geb dir ne Birn. So spendet Segen noch immer die Hand, es von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland.